Kannst du meine Gedanken lesen zum Beispiel? Ja. Oh Gott. Das heißt, du denkst jetzt bitte einmal an einen Ort, wo du gerne mal hinfahren würdest, wo du eine gewisse Sehnsucht verspürst, wenn du den Namen hörst. Okay, es ist eigentlich ist es Bleialf, aber ich denke jetzt an einen anderen Ort. Okay, ja. Hast du einen? Ja, also, ja. Oh, ja. Dann schau mich jetzt bitte mal an und stell dir einfach vor, du würdest mir diesen Ort sagen. Du sprichst aber auf keinen Fall laut mit mir, du sprichst nur in deinen Gedanken, sprichst du mit mir. Mhm. Und du sagst mir jetzt einfach diesen Ort, ohne dabei die Lippen zu bewegen. Mhm. Fertig? Okay, dann das erste Mal jetzt. Das sind zwei Wörter, das ist ein zusammengesetzter Ort. Ja. Ja. Gut, hast du was zu schreiben? Ja. Kann ich mal kurz? Weil ich würde mich ja gerne festlegen. Weil es kann ja, wenn ich das jetzt sage und du sagst ja, dann heißt es nochmal ja, da haben sie vorher abgesprochen. Ja. Ich notiere das einfach mal. Ja. Und wenn ich sage jetzt, dann sagst du mir bitte einfach mal laut und deutlich den Ort. Und ich hatte den Eindruck, es ist, ich weiß, ich hoffe, ich schreibe das jetzt richtig. Ja, ich weiß auch nicht, wie man es schreibt, lustigerweise. Ja, das habe ich mir ja schon gedacht. Ja. Okay, ich lege das mal hier ab. Leg mal deine Hand drauf. Ja. Und jetzt, nochmal, ich habe dich vorher nicht gebeten, mir einen Ort zu nennen, dass wir das hier in der Sendung jetzt besprechen. Ich juristisch hier, Notar kann reinkommen, ich lege meine Hand drauf, das ist nicht abgesprochen. Ja. Prima. Wie heißt denn der Ort? Das sind die Kapverden. Kapverden? Ja. Das ist Kapverde, das sind Inseln, ja. Sag jetzt nicht, das stimmt nicht. Das ist richtig, schau doch mal nach. Ja? Mhm. Ich habe Angst. Guck mal, meine Hand ist ganz feucht, ich kann die kann's so aufheben. Unfassbar. Wenn ich jetzt frage, wie das geht, das wäre zu einfach, du wirst es wahrscheinlich nicht sagen, oder? Richtig. Aber so viel ist es, habe ich jetzt anhand, weil ich habe es ja wirklich gedacht. Ja. Ne? Kannst du vielleicht so viel sagen, wenn ich es nicht gedacht hätte, hättest du es auch rausgefunden, weil irgendwie, also es ist, ich, Alter! Gedankenlesen, ist es möglich? Herzlich willkommen zu einem neuen Aufklärungsvideo zum Thema Gedankenlesen. Auf das Einleitungsvideo können Sie wie folgt reagiert haben. Solche Gedanken lesen, unmöglich, alles vorher abgesprochen, nur Show. Oder, wow, wie hat er das gemacht? Wir wollen uns mit der Frage beschäftigen, ist es möglich und wie ist es möglich? Bevor wir uns weitere solche Momente anschauen wollen und ich meinen Kommentar dazu abgebe, wollen wir erstmal der Sache auf den Grund gehen. Vorab, der Mensch von sich aus kann keine Gedanken lesen. Er ist nur fähig, einen Menschen anhand seiner Mimiken und Gestiken zu lesen und auch damit erreicht er nie eine hundertprozentige Treffsicherheit, also zum Beispiel Gemütszustände, Lüge oder Wahrheit, lassen sich sehr wohl vom Gegenüber ablesen, wenn man darin gut geschult ist zumindest. Aber Zahlen, Urlaubsorte oder einen Namen eines Menschen abzulesen, der daran nur denken soll, ist keinem Menschen ohne Hilfsmittel möglich. Die Menschen, die mit solchen Dingen zu tun haben, nennt man meist Zauberer, Magier, Gedankenleser, ein Medium, hierzulande eher Mentalisten. Die bekanntesten Mentalisten in Deutschland sind Thorsten Havener und Jan Becker. Beide geschult in der Zauberkunst, also Taschenspieler und Kartentricks, aber beide sind auch zu Dingen fähig, worüber im Internet nicht aufgeklärt wird. Wie diese Dinge möglich sind. Sie selbst reden auch sehr ungern über die Lösung des Geheimnisses des Gedankenlesens. Warum? Dazu kommen wir noch. Halten wir fest, solche Menschen arbeiten mit dem Handwerk der Trickserei, als auch mit Dingen, die man sich nicht einfach so erklären kann. Es ist aber zu unterscheiden zwischen Menschen, die nur mit Taschenspielertricks arbeiten, und Menschen, die sich einweihen lassen haben darüber hinaus. Weltweit sind solche Personen auch tätig. Die berühmtesten sind wohl Chris Angel, Dynamo, David Blaine, Yiff, Hans Klock und natürlich David Copperfield. Zu Beginn möchte ich Ihnen gleich meine Meinung zu dem Thema sagen. Ich glaube, Gedankenlesen ist möglich. Die Frage ist nur, wie? Es gibt zwei Quellen, wodurch das Gedankenlesen von Menschen ermöglicht wird. Die erste Quelle, die Macht oder Kraft des Schöpfers der Welt, der Menschen damit ausrüstet, auch genannt der Heilige Geist. Oder die zweite Quelle, die Macht und Kraft der Engel Gottes, welche den Menschen dienen, falls die Bedingungen dafür erfüllt sind. Der Schöpfer hat von Beginn der Zeit nur auserwählte und bestimmte Ämter mit dem Heiligen Geist ausgestattet, aber versprochen, dass die Zeit kommen soll, wo alle berufenen Diener Gottes diesen Heiligen Geist bekommen nach seiner Ordnung. Diese Zeit kam vor ca. 2000 Jahren, was in der Bibel angekündigt wurde. Soll das heißen, dass die sogenannten Christen alle Gedanken lesen können? Und falls ja, warum ist mir das noch nie wirklich so aufgefallen oder begegnet? Dafür gibt es 5 Gründe.
Erstens, statistisch gesehen, 90% aller Christen in Deutschland glauben nicht an diese Fähigkeiten, die der Schöpfer ihnen geben möchte. Dazu werden sie von der Mehrheit der Pastoren, Lehrer oder Priester gelehrt, dass diese Fähigkeiten nicht mehr vorhanden sind, obwohl in der Bibel etwas anderes steht. Zweitens, im Mittelalter hat die katholische Kirche alle nicht-katholischen Christen mit solchen Fähigkeiten der dämonischen Besessenheit, der Zauberei oder Magie beschuldigt und zumeist auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und damit wurde diese Lehre unterdrückt. Drittens, die Mehrheit der sogenannten Christen, die an diese Fähigkeiten glauben, gehen davon aus, die Gabe des Heiligen Geistes bereits empfangen zu haben und machen das anhand von Gefühlen oder anscheinbaren Zeichen an ihnen selber fest, obwohl dies in Unordnung versucht wurde, einen Christen dazu zu befähigen, mit dem Versprechen, er habe jetzt die Gabe bekommen, obwohl eigentlich gar nichts passiert ist. Das Verborgene zu erkennen ist nur eine von ca. 15 Fähigkeiten, die der Schöpfer seinen Dienern geben möchte. Daher, nicht jeder hat die gleichen Fähigkeiten. Und fünftens, wenige von den Christen, die diese Fähigkeiten durch zwei der legalen Wege bekommen haben, sitzen in der Irrenanstalt, da sie Stimmen im Kopf haben, mit denen sie nichts anfangen können. Halten wir fest, dass statistisch nur einer von 500.000 Christen in Deutschland sich dieser Fähigkeit bewusst ist. Somit kein Wunder, dass dies nicht oft beobachtet wird von anderen Menschen. Aber wie bekommen diese Christen denn nun diese Fähigkeiten? Der erste Weg? Durch Auserwählung. Daher, der Schöpfer bedient sich einzelner Menschen auf der Erde, um sie selber als Diener einzusetzen. Grundbedingung, der Mensch hat die Bibel als Fundament, was relativ wohl nur einen von 1 Million Menschen betrifft. Der zweite Weg, durch Handauflegung mit Gebet auf den Diener Gottes durch das Ältestenamtes der Stadtgemeinden. Daher von mindestens 2 Ältesten, die in einer Stadtgemeinde durch Diener Gottes eingesetzt oder eingesegnet wurden. An dem Ältestenamt sind bestimmte Bedingungen geknüpft, welche viele sicher auch nicht erfüllen, die als Älteste in den Stadtgemeinden fungieren. Es gibt noch einen dritten Weg, der aber umstritten ist, durch die Stadtgemeinde eingesetzte Apostel. Den Weg, diese Fähigkeit laut der Bibel zu bekommen, werden wir in diesem Video nicht näher erläutern, aber in der Zukunft in einem anderen Video näher erklären, da viel Irrtum um diese Lehre im Christentum besteht. Wir sehen also, dass durch Unordnung und Irrlehren im Christentum diese Fähigkeiten sehr, sehr selten vorkommen. Zuletzt noch 2 Beispiele, dass dies wirklich in der Bibel bezeugt ist. 1. Korinther 12, es bestehen aber Unterschiede in den Geistesgabenfähigkeiten, doch es kommt alles durch den Heiligen Geist, einem Wirkung von Wunderkräften, einem anderen verborgene Dinge ans Licht zu bringen, auch Weissagung genannt. 1. Korinther 14, wenn aber jemand durch die Fähigkeit des Heiligen Geistes weissagen kann und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, so würde er von allen überführt, von allem erforscht und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar, und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Aber Moment mal, das klingt wie Wahrsagerei und ist das nicht verboten laut der Bibel? Das ist richtig und bringt uns zur zweiten Quelle, diese Fähigkeiten zu bekommen. Die Macht und Kraft der Engel Gottes, welche den Menschen dienen, falls die Bedingungen dafür erfüllt sind. Wie erfolgt jenes? Erfahrungsberichte aus dem Okkultismus geben an, dass dazu der Mensch in Kontakt mit Geistwesen treten muss. Durch eine Gebets- oder Lobpreissitzung, was das Anrufen von Geistwesen betrifft, oftmals durch anleitende Kurse oder Okkultismusliteratur. Für die Ehrerbietung an die Geistwesen zeigen diese sich erkenntlich, da ja in den Gebeten nach Hilfe oder Fähigkeiten gesucht wird. Allein der Kontakt zum Okkulten kann Türen öffnen, in die übernatürliche Welt einzutauchen. Ein sehr großes energetisches Muster ist in Schritt 10 eingebaut. In Schritt 10 oder bei Schritt 10 wird bei allen, die diese Schritte gegangen sind, zum allerersten Mal die Absicht überprüft. Und es ist ein Muster bei Schritt 10, der den Hohen Räten zeigt, wie tief eure Absicht ist, diese Schritte weiterzugehen. Und es ist erstaunlich, es ist wirklich erstaunlich, also jetzt rückblickend, es ist erstaunlich, wie damals in der allerersten Gruppe bei Schritt 10 so viele Widerstände hatten. Und bei Schritt 10 wirst du aufgerufen, in der Lichtsprache dir ein Gebet zu kreieren. Und dieses Gebet wird von der geistigen Welt sozusagen entgegengenommen. Und das, was du kreiert hast,
mit den Kristallen, mit der Lichtsprache, mit deinen menschlichen Worten, wird sie während der ganzen 48 Schritten bei jedem Schritt über dich ausschütten. Also Schritt 10 ist ein ganz wesentlicher Schritt von den 48 Schritten. Aber wie kommt es zustande, dass es diese zwei Quellen der Kraft da draußen gibt? Die eine Quelle ist der Schöpfer der Welt, der nur seinen Dienern, die seinen Willen suchen und tun, mit diesen Fähigkeiten ausstattet. Durch den Heiligen Geist, der von dem Schöpfer ausgeht. Wenn der Schöpfer seine Wege festgelegt hat, wer solche Fähigkeiten bekommen soll, wie kommt es dann, dass vom Schöpfer geschaffene Geistwesen, Engel, in gleicher Weise Menschen dienlich sind, um sie mit übernatürlichen Fähigkeiten auszustatten? Der Grund liegt in der Geschichte der Geistwesen. Es gibt zum einen Geistwesen, die ihrem Schöpfer treu sind, und es gibt Geistwesen, die ihrem Schöpfer abtrünnig geworden sind. Dazu gehört zum Beispiel das Geistwesen Satan, von dem Sie sicher schon gehört haben. Eine Vielzahl von Geistwesen, welche eine bestimmte Kraft besitzen, haben also beschlossen, in Rebellion zum Schöpfer ein Reich aufzubauen, in dem jeder Mensch willkommen ist, wenn er entscheidet, dem Schöpfer auch mit Rebellion und Ungehorsam sich entgegenzustellen. Das allein reicht aber meist nicht aus, um von den abtrünnigen Geistwesen besondere Fähigkeiten zu bekommen, sondern meist erst, wenn ein Mensch sich dazu entscheidet, auch diese Geistwesen zu verehren, werden jene als Gegenleistung einem eine Hilfe sein. Dies kann auch durch Speis-, Tier- oder Menschenopfer der Fall sein. Aber wie auch schon gesagt, durch Gebet und Lobpreis, meist mit Hilfe von okkulten Büchern. Im Gegensatz zum Heiligen Geist des Schöpfers können Geistwesen Menschen keine Fähigkeiten übertragen, sondern müssen in direkten Kontakt mit dem Menschen stehen, daher Wohnung bei ihnen machen. Sie ziehen also in den Menschen ein und begleiten ihn. Oftmals werden Geistwesen von hierarchieobergestellten Geistern dazu beauftragt, den Menschen, der die Ehre an die Geister gibt, zu helfen und die Fähigkeit zu wirken. Sobald ein Mensch also von einem Geistwesen unterstützt wird, kann er erst den Titel bekommen: Geisterbeschwörer, Magier, Zauberer, Wahrsager oder auch Gedankenleser. Dass es nicht der Wille des Schöpfers ist, diese Fähigkeiten durch die abtrünnige geistige Welt anzueignen, sehen wir schon in seinen Regeln. 5. Buch Mose, Kapitel 18. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter den Geistwesen opfert, oder einer, der Wahrsagerei betreibt oder Zeichendeuterei, oder ein Beschwörer oder ein Zauberer, oder einer, der die Geister band, oder ein Geisterbefrager, oder ein Hellseher, oder jemand, der sich an die Toten wendet. All diese Praktiken sind dem Menschen möglich, sobald sie sich mit der geistigen Welt außerhalb der Bibel beschäftigen. Erfahrungsberichten zufolge wird die Hilfe von Geistwesen auch auf das ganze Haus ausgeweitet. Heißt, wenn Opa sich mit Okkultismus beschäftigt und übernatürliche Fähigkeiten dadurch angeeignet hat, ist es möglich, dass diese Fähigkeit über eine gewisse Generationsfolge weiter besteht. Daher kann allein das Anbeten der Geister durch Opa dazu führen, dass seine Söhne und Töchter oder Enkel auch ohne selbiges Anbeten der Geister zu diesen Fähigkeiten kommen, sobald sie in diesen Dingen nur geschult werden. Oftmals wird berichtet, dass durch den Tod eines Okkultisten die Geistwesen, die ihm geholfen, in die nächste Generationslinie einziehen und die Fähigkeiten dadurch noch weiter gesteigert werden können, da es auch unterschiedliche mächtige Geistwesen gibt. Daher kann es möglich sein, dass ein Zauberer oder Geisterbeschwörer nie in seinem Leben irgendwelche Geister angebetet hat, er aber im Verwandtenkreis welche hatte, jene es getan haben, auch ohne sein Wissen darüber. Wenn also zwei Quellen zum Zugang dieser Fähigkeiten zu finden sind, unterscheiden sie sich auch voneinander? Ein klares Ja als Antwort. Der Heilige Geist ist in dem Schöpfer selbst, da er ein Bestandteil seiner selbst. Die Geistwesen sind nur geschaffene Wesen, und ihre Macht hat Grenzen, je nachdem, wie mächtig sie geschaffen wurden. Zwei Tatsachen lassen sich davon ableiten. Erstens, Menschen, in denen der Heilige Geist wohnt, sind mächtiger als Menschen, in denen nur Geistwesen wohnen. Menschen mit Heiligen Geist können Menschen, die im Bunde mit Geistwesen stehen, dazu bringen, dass jene Menschen ihre Fähigkeiten verlieren, dadurch, dass die Menschen mit Heiligen Geist die Macht bekommen haben, alle abtrünnigen Geister in die Schranken zu weisen und zum Beispiel von den Menschen, denen sie dienen, vorzujagen. Daher Menschen außerhalb des Glaubens an die Bibel mit übernatürlichen Fähigkeiten können jene verlieren, sobald ihre Geisthelfer vertrieben werden. Das zeigt auch am Ende auf, wer am längeren und mächtigeren Hebel sitzt. Was eigentlich schon deutlich macht, die geistige Welt, mit der ein Mensch im Bunde stehen kann, sich nicht in der Wahrheit tummelt, sondern in der Lüge und Täuschung. Weitere Details werde ich in den folgenden 10 kommentieren. Hierbei handelt es sich um einen Zusammenschnitt vieler Szenen des Mentalisten Thorsten Havner, hauptsächlich mit Beispielen des Gedankenlesens. Was wichtig ist, vorher noch zu erwähnen, gibt es gewisse Regeln, die jene abtrünnige geistige Welt aufstellt,
wenn es zum Beispiel darum geht, Geheimnisse nicht nach außen zu tragen. Eins davon ist, niemanden, der nicht selbst eingeweiht ist, darüber zu erzählen, wie diese Dinge funktionieren. Das ist ja das Schöne, sehen Sie, ich erkläre so viel, und dann wollen die Leute immer das wissen, was ich nicht erkläre. Das ist doch schade, oder? Ja. Lassen wir doch das Geheimnis. Schauen wir uns die Langfassung des Einspielers nochmal an. Man beachte den Gesichtsausdruck vom Mentalisten, als ihm die Frage gestellt wird, ob er seine Gedanken lesen könnte. Man hat den Anschein, als würde ihn eine Stimme schon sagen, was er seinen Gegenüber fragen soll. Kannst du meine Gedanken lesen zum Beispiel? Ja. Oh Gott. Okay, also zum Beispiel, ich habe ja eben gesagt, ich rede im Abendprogramm über Themen, die uns alle berühren. Eins dieser Themen ist zum Beispiel ferne Länder oder Reisen. Ja. Jeder von uns hat irgendeinen Ort, an den er sich gerne zurückerinnert oder zu dem er Sehnsucht hat, nachdem er Sehnsucht hat. Und damit würde ich ganz gerne mal spielen. Und in dem Fall hast du mich ja gebeten, ich würde gerne mit dir damit spielen. Das heißt, du denkst jetzt bitte einmal an einen Ort, wo du gerne mal hinfahren würdest, wo du eine gewisse Sehnsucht verspürst, wenn du den Namen hörst. Okay, es ist, eigentlich ist es Bleialf, aber ich denke jetzt an einen anderen Ort. Okay, ja. Hast du einen? Ja, also. Die Geister haben die Fähigkeit, Gedanken der Menschen zu lesen. Nachdem der Gastgeber an den Ort dachte, gab der Geist dem Mentalisten die Information weiter. Im Sinne, er hörte eine Stimme, die ihm das Gedachte übermittelte. Der Rest, der jetzt folgt, ist einfach nur den Eindruck zu erwecken, als müsste er noch irgendetwas lesen am Gegenüber. Irreführung und Show. Ja, ja. Dann schau mich jetzt bitte mal an und stell dir einfach vor, du würdest mir diesen Ort sagen. Du sprichst aber auf keinen Fall laut mit mir, du sprichst nur in deinen Gedanken, sprichst du mit mir. Mhm. Und du sagst mir jetzt einfach diesen Ort, ohne dabei die Lippen zu bewegen. Mhm. Fertig? Okay, dann das erste Mal jetzt. Das sind zwei Wörter, das ist ein zusammengesetzter Ort. Ja. Ja. Gut, hast du was zu schreiben? Ja. Kann ich mal kurz? Weil ich würde mich ja gerne festlegen, weil es kann ja, wenn ich das jetzt sage und du sagst ja, dann heißt es nochmal ja, da haben sie vorher abgesprochen. Ja. Ich notiere das einfach mal. Ja. Und wenn ich sage jetzt, dann sagst du mir bitte einfach mal laut und deutlich den Ort. Und ich hatte den Eindruck, es ist, ich weiß, ich hoffe, ich schreibe das jetzt richtig. Ja, ich weiß auch nicht, wie man es schreibt, lustigerweise. Ja, das habe ich mir ja schon gedacht. Ja. Okay, ich lege das mal hier ab. Leg mal deine Hand drauf. Ja. Und jetzt, nochmal, ich habe dich vorher nicht gebeten, mir einen Ort zu nennen, dass wir das hier in der Sendung jetzt besprechen. Ich juristisch hier, ein Notar kann reinkommen, ich lege meine Hand drauf, das ist nicht abgesprochen. Ja. Prima. Wie heißt denn der Ort? Das sind die Kapverden. Kapverden? Ja. Das ist Kapverde, das sind Inseln, ja. Sag jetzt nicht, stimmt nicht. Das ist richtig, schau doch mal nach. Ja? Mhm. Ich habe Angst. Guck mal, meine Hand ist ganz feucht. Ich kann die kann's so aufheben. Unfassbar. Wenn ich jetzt frage, wie das geht, das wäre zu einfach. Du wirst es wahrscheinlich nicht sagen, oder? Richtig. Aber... Aber so viel ist, habe ich jetzt anhand, weil ich habe es ja wirklich gedacht. Ja. Ne? Kannst du vielleicht so viel sagen, wenn ich es nicht gedacht hätte, hättest du es auch rausgefunden? Weil irgendwie, also es ist, ich, Alter! Die Reaktion des Gastgebers, psychologisch zu beurteilen, nachdem die Sache aufgeklärt wurde, ist von einem abgesprochen nicht auszugehen. Dafür sind seine erstaunten Reaktionen zu realistisch. Im nächsten Video nach erfolgreicher Darbietung stellen sich einige Gäste auch hier die Frage, wie das möglich ist. Schon faszinierend. Also eigentlich will man ja auch gar nicht so genau wissen, wie sie es machen. Das ist eine, ich glaube schon... Doch, ich schon. Ja, bitte. Dann sagen Sie. Ich will sofort wissen, wie sie es machen. Sagen Sie es. Fluche dem König nicht einmal in deinen Gedanken und verwünsche den Reichen auch nicht in deiner Schlafkammer, denn die Vögel des Himmels tragen den Laut davon und ein geflügelter Bote verkündet das Wort. Dass die Geister Gedanken lesen können, wird schon in der Bibel erwähnt, mit der Warnung, nicht mal in Gedanken über den Führer des Landes zu fluchen, weil die Geister das Gedachte auch nutzen, zu ihrem Vorteil. Das Schöne ist, ich könnte Ihnen jetzt beschreiben, wie das funktioniert. Genau erklären könnte ich es nicht. Und das ist auch etwas, das ich selber unglaublich spannend finde, dass ich mich in einem Bereich bewege, wo ich sage, das ist nicht übersinnlich, weil wir sagen immer übersinnlich zu Dingen, die wir einfach nicht verstehen. Ja? Übersinnlich würde ja bedeuten, ich hätte mich jetzt in Sie eingeklinkt und hätte was über Schwingungen empfangen oder wie auch immer. Das war nicht der Fall. Sondern ich könnte Ihnen das beschreiben, aber erklären könnte ich es nicht. Und das finde ich spannend. Nun versucht er zu erklären, wie er es macht. Und sagt zwar den Gästen, dass er nichts über Schwingungen empfängt und er ihnen auch angeblich ungefähr sagen kann, wie er es macht, um dann doch nur heiße Luft von sich zu geben. Das Problem ist,
Würde er den Menschen sagen, wie er es macht, würde sich das Weltbild der einzelnen Menschen klar verändern, was nicht dem Ziel der abtrünnigen geistigen Welt entspricht. Daher, es ist noch nicht die Zeit, dem Menschen solche Sachen zu offenbaren. Laut der abtrünnigen geistigen Welt ist der Atheismus und Aspiritismus ein bestimmter Zeitweg, um die Menschen auf die Lüge besser vorzubereiten. Daher so wenig Bibelwissen wie möglich und das Ganze am Ende dann verpackt, ohne die Worte Satan, Teufel oder Dämonen zu benutzen in der Erklärung solcher Dinge. Gleich im Anschluss der scheinbaren Erklärung empfängt der Mentalist von seinem Geisthelfer wieder Worte, die in etwa so lauten: Thorsten, richte deinen Blick auf den Gast, ich habe seine Gedanken gelesen, sie fragt sich innerlich, ob du ihren Lieblingsort X aus ihrer Vergangenheit erraten kannst. Aber sei vorsichtig und sage ihr nur einen übergeordneten Ort, nicht den genauen, sonst fällt sie noch vom Stuhl, die Zuschauer sollen denken, dir ist die Puste ausgegangen, dass du den Ort nicht genauer bestimmen kannst. Wenn ich unterbreche, aber Sie haben auch was, oder? Ja? Ja. Was? Also ich habe den Eindruck, bei Ihnen ist auch also Sie haben mich angeschaut und haben gerade intensiv auch an etwas gedacht, an einen Moment, der Ihnen gut getan hat. Also nicht, weil Sie mich angeguckt haben, sondern das war einfach so, Sie haben sich die Frage gestellt, so, könnt ihr das mit mir auch? Ich denke jetzt mal an das und das und bin interessiert, ob ihr das auch ausgewischt. Stimmt, ja, oder? Ja. Ist richtig, ne? Ja. Mhm. Bei Ihnen hat es was anderes. Bei Ihnen ist es ein Moment, der, an dem Sie sich sehr wohl gefühlt haben. Und Sie wollen rausfinden, ob ich das erkennen kann oder nicht. Stimmt's? Ja. Ja. Es geht hier um einen Moment, ganz klar. Oder mehrere Momente, um einen Zeitraum. Hat was mit einem anderen Land zu tun? Ja. Sie kommen aus dem Saarland, wurde eben gesagt, ne? Ja. Frankreich? Ja. Das ist ein spezieller Ort in Frankreich, stimmt es? Ja. Und Sie kennen diesen Ort, weil Sie immer wieder dahin gefahren sind, stimmt es? Ja. Ist das ein Haus? Ja. Küste? Ja. Steht das hier oder was? Wie geht das? Saint-Tropez? Wäre so eine Gegend? Ja. Boah. Das ist das Haus, das meine Eltern hatten. Ja. Und da sind wir immer in Urlaub gefahren mit den kleinen, also mit meinen Kindern. Mein Vater ist gestorben, meine Mutter hat es verkauft. Das ist ja, das geht doch gar nicht. Auch hier ist von der Reaktion des Gastes auszugehen, dass im Vorfeld nichts abgesprochen war. In dem jetzigen Beispiel soll der Gastgeber an eine bestimmte Person denken. Man hat das Gefühl, sobald der Gastgeber das auch macht, der Geisthelfer zum Mentalisten sagt, er denkt an den Namen X, so und so, ach ja, bietet sich auch an, einen Scherz zu machen, Richtung Bibel. Das in einer kurzen Pause, die der Mentalist mit einem »Alles klar« dem Geist wohl beantwortet. Denken Sie doch bitte mal an eine Person, ja, die Sie gerne mögen. Mhm. Haben Sie eine? Ja. Prima. Und jetzt stellen Sie sich bitte vor, Sie würden mir sagen, wie... Alles klar. Sie würden mir sagen, wie diese Person heißt. Ja. Okay, das heißt, Sie stellen sich vor, Sie würden mit mir sprechen. Sie sprechen aber nicht wirklich mit mir. Sie sprechen nur in Ihren Gedanken sprechen Sie mit mir. Machen Sie das? Mache ich. Okay, dann wiederholen Sie den Namen in Gedanken bitte nochmal. Mhm. Muss ich jetzt wirklich an den Namen denken oder könnte ich auch versuchen, Sie... Könnten Sie versuchen, dann wird es halt wahrscheinlich nicht richtig klappen. Okay, also, aber ich bleib dabei. Ja? Ja. Okay. Ist ein M der erste Buchstabe, ist das richtig? Mhm. Ja. Sind drei Silben, ist ein weiblicher Name und es sind drei Silben, ist das richtig? Ja. Das letzte ist ein A, was bei mir ankommt. Ja. Ja. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, ist es Martha? Nein, es ist Maria, richtig? Das ist richtig. Ja. Das ist eine meiner Töchter. Wer nennt denn bitteschön seine Tochter heute noch Martha in Deutschland? Der Mentalist wusste seit Beginn, dass der Name Maria ist, aber hat einen Bibelscherz vom Geist wohl angeleitet, als Schwäche seiner Kunst hingestellt. Nach dem Motto, ich habe fast den Namen lesen können, bin mir aber nicht sicher, ob Martha oder Maria. Jetzt offenbart der Mentalist seinen Weg zum Gedankenlesen, worüber er aber nicht direkt sprechen möchte. Gefolgt nochmals mit einer Bibelstelle, die klar sagt, dass früher im Lande Israel, als noch ein israelitischer König regierte, nach Gottes Gesetzen die Todesstrafe auf solche Praktiken lag für Tora-gläubige Menschen. Gefolgt von einem Beispiel aus dem Neuen Testament, wo ein Bibelgläubiger einer Heidenmentalistin begegnet, die in gleicher Weise einen Geisthelfer an der Seite hat, mit dem zu anfangs dargestellten Machtverhältnis zwischen dem Heiligen Geist und den abtrünnigen Geisthelfern, das Ende vom Ganzen, hören Sie ja gleich. Wenn man sich so lange mit Zauberei beschäftigt, dann kommt man irgendwann auch auf die anderen Gebiete, die dazugehören. Wenn in einem Mann oder einer Frau ein Geisterbefrager oder Wahrsagergeist ist, so sollen sie unbedingt getötet werden. Man soll sie steinigen, ihr Blut sei auf ihnen. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte.
und ihren Herren durch Wahrsagen großen Gewinn verschaffte. Diese folgte Paulus und uns nach, schrie und sprach: Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Und dies tat sie viele Tage lang. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn entschwunden war, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz vor die Obersten der Stadt. Und dann war da noch eine Person, ein Hellseher, der nur für die Reichen arbeitete, nur für die Superreichen. Er sagte: Ich habe das Wissen, sie haben die Mittel, lass sie bezahlen. Er gab Empfehlungen, Ratschläge für Geschäfte. Sie gingen zu ihm und sagten: Hör mal, ich habe auf dieses Geschäft ein Auge geworfen, das ich haben könnte. Diese Personen waren interessiert an dem Geschäft. Er sprach mit dem Geist, der Geist war für ihn hörbar. Sehen Sie, man konnte den Geist, der zu ihm sprach, nicht hören. Der Geist konnte den Hellseher sagen, was er hören wollte. Am Ende konnten sie noch einen Ex-Mentalisten hören, der die Geheimnisse, die Thorsten Havener zurückhält, nach außen hin bekannt macht. Das ganze Interview finden Sie hier. Dort berichtet er, wie die Geistwesen ihren Dienern mit übernatürlichen Kräften ausstatten, je nach Wunsch und Ehrerbietung. Darunter auch ein Wahrsager, der Gedanken übermittelt bekommt vom Geisthelfer, den nur er hören oder auch sehen kann. Nun ein weiteres Beispiel vom Gedankenlesen. Magst du uns mal ganz kurz verblüffen, weil wir gerade beim Thema sind? Chrissy, es geht ja hier um Bayern, das heißt, es geht um einen Ort. Denk doch bitte mal an einen Ort, den du gerne magst. Sag mir nicht, was es ist. Und denkst an diesen Ort. Hast du einen im Kopf? Mhm. Spätestens jetzt hat der Geist ihm den Ort übermittelt, an den sie dachte. Der Rest ist jetzt nur Show, um es spannend aussehen zu lassen. Nicht Bayern sein. Sollte nicht Bayern sein, das okay. Ist ein bisschen offensichtlicher. Also, gut, schau mich bitte mal an. Und jetzt sag mir in Gedanken, nur in Gedanken, sagst du mir den Namen von diesem Ort. Du bewegst dabei nicht die Lippen, du sprichst nicht laut, du sprichst nur in deinen Gedanken. Mach das mal. Mhm. Nochmal. Mhm. Und jetzt denk mal an den ersten Buchstaben. Denk nur an den ersten Buchstaben. Mhm. Das ist ein N, richtig? Ja. Ja, genau. Kann ich mal ein Blatt haben von dir? Stimmt. Okay, ich schreibe mal auf, was da bei mir angekommen ist. Okay, ich kann das nicht mehr ändern. Halt das bitte mal selbst fest. Und jetzt, also nochmal, wir haben uns vor diesem Tag noch nie getroffen. Du wusstest nicht, dass ich Leider. Das mit dir spielen würde. Und das heißt, du denkst gerade an einen Ort, von dem du selber vor der Sendung nicht gedacht hättest, dass du an ihn denken würdest. Ich kann nicht wissen, was ja. Das für ein Ort ist, stimmt's? Ja. Dann sag uns mal, wie heißt der Ort, an den du gerade gedacht hast? Norwegen. Norwegen, ja? Ja. Ja. Das ist irgendwie gruselig. Auch hier macht es den Eindruck, dass Menschen, die solche Erfahrungen machen, eher Angst davor haben, wie so etwas möglich ist. Das nächste Beispiel ist eines der besten, wo sich der Mentalist nicht wie gewünscht verkaufen kann. Denken Sie doch bitte mal an eine Person, die Sie sehr gerne mögen, aber sagen mir nicht, wer das ist. Ja? Ja? Jetzt habe ich zum Beispiel gesehen an Ihren Augen, dass Ihre Augen von hier aus gesehen, von mir aus, in diese Richtung gegangen sind, also von mir aus nach links. Das heißt, Sie haben eine Erinnerung wachgerufen. Ihre Augen gehen immer in diese Richtung, wenn ich eine Erinnerung in Ihnen wachrufe. Das könnte zum Beispiel der erste Schritt dahin sein, wenn ich Sie bitte, mir irgendwas zu erzählen, woran Sie sich erinnern. Das stimmt aber gar nicht. Dann würden Ihre Augen wahrscheinlich nicht in diese Richtung gehen. Aha, das heißt, daran okay. Könnte ich schon mal erkennen, ob Sie lügen oder nicht. Nur so viel, weil Sie gesagt haben... Dann gehen Sie in die andere Richtung. Vielleicht gehen Sie in die andere Richtung, vielleicht gehen Sie nach oben, aber Sie gehen mit Sicherheit nicht genau in dieselbe Richtung. Das nennt man kalibrieren. Das habe ich jetzt schon mal gemacht. Gut. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die Person heißt, an die Sie denken. Ich weiß nur, es ist jemand, an den Sie sich erinnert haben. Der Mentalist hat versucht, der Gastgeberin klarzumachen, wie man Mimiken lesen kann, wie auch in der Psychologie Verhaltensmuster erkannt werden. Dennoch sagt er selbst, er konnte anhand ihrer Mimik nicht erkennen, an welche Person sie gedacht hat, was ja auch völlig jeden einleuchten sollte. Und ich habe den Eindruck, Sie haben eine männliche Person ausgewählt. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ja. Und der erste Buchstabe, der bei mir angekommen ist, als Sie sich erinnert haben, und da bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber ich habe den Eindruck, das war ein I. Ist das korrekt? Nein, das ist nicht korrekt. Das war jetzt aber ein absichtlicher Fehler von mir. Nee, das war tatsächlich, also ich hatte den Eindruck... Ohne näher auf die Tatsache einzugehen, meinte er erkannt zu haben, dass es sich um eine männliche Person handelte, wo nach 50% Wahrscheinlichkeit noch von Zufall und Glück gesprochen werden kann.
zu meinen, der erste Buchstabe des Namens, der bei ihm angekommen sei, ein I. Das Alphabet hat 26 Buchstaben, wovon 3 Buchstaben als Anfangsbuchstaben eher ungewöhnlich sind. Macht also 23 Buchstaben, die wahrscheinlich sind. Jetzt wild drauf loszuraten, bringt einen, der auf das Glücksprinzip setzt, in eine unglückliche Lage, da seine Trefferquote extrem gering ist. Aber auch hier kann man klar davon ausgehen, dass sein Geisthelfer ihn schon längst den Namen übermittelt hat, an den die Gastgeberin dachte. Was jetzt passiert, nennt man Zweifelsehen, daher den Probanden in eine Lage zu bringen, das jetzt zukünftige sonderbare Erlebte besser zu verarbeiten, indem man den Gegenüber in die Lage bringen möchte, er solle denken, der Mentalist habe einfach gut geraten oder habe eine Fehlerquote in seinem System. Was darauf anspielen möchte, egal mit welcher Technik er arbeitet, um die verborgenen Dinge ans Licht zu holen, unmöglich etwas Übernatürliches darin zu erkennen, da ja ein Geist zum Beispiel nicht schwerhörig ist und sich mal vertan hat beim Hören des gedachten Namens der Gastgeberin. Hören wir mal weiter rein. Es waren 2 Silben, die bei mir ankamen, 1-2 Silben, recht kurz. Und das ist übrigens richtig, ja? Ja. Aber ein I ist es nicht. Thorsten Havener mag ein guter Zauberkünstler sein, aber dafür ist er ein sehr schlechter Lügner. Das würde ihn jetzt hier jeder Psychologe begutachten. Selbst die Gastgeberin kauft ihn die Sache mit dem I nicht ab. Sein Versuch, das noch irgendwie glaubhaft rüberzubringen, dass er sich geirrt hat, macht er mit seinen lügnerischen Gesichtsausdrücken nicht gerade besser. Wie ist denn der erste Buchstabe? Nur der erste, den können Sie laut nennen. P. Sie wollen den Vornamen oder Sie wollen den Nachnamen? Nein, der Vorname. Jetzt nach den ersten Buchstaben zu fragen, als ob er ihn nicht schon längst wüsste, ist wirklich erbärmlich und sowas von schlecht gespielt. Seine Gastgeberin muss ja innerlich völlig denken, ob er sie verarschen möchte mit seinen angeblichen Zweiflern und falsch erkennen. Also ich hätte jetzt zunächst geschätzt, dass hinten war ein R oder ein A. Also was jetzt? Und ich schätze, ich schwimme jetzt gerade wirklich. Das erste, was bei mir ankam, war tatsächlich der Name Igor. Aber wenn Sie sagen, es geht nicht mit I los, dann ist das ja schon mal komplett daneben. Und das zweite, was ich jetzt schätzen würde, heißt die Person Peter? Das ist richtig, ja. Peter, Igor, naja. Und der Igor war kein absichtliches in die Irre gehen? Ja, das ist natürlich, da ich Show mache, spielen solche Sachen auch eine Rolle. Schon. In dem Fall aber nicht. Okay. Lügen, ohne rot zu werden. Also eins ist klar, sie hat ihm die, wie sie sagte, Irreführung nicht abgekauft. Zuletzt möchte sie rational aber doch gern wissen, wie es sein kann, dass der Mentalist den Namen Peter wissen konnte. Das ist ja schon mal total verblüffend. Und wieso überhaupt empfangen Sie von mir Buchstaben? Dazu muss ich sagen, ja. Er weiß wirklich, wir haben nichts abgesprochen. Also ich wusste nicht, was er vorhat. Er weiß von mir, glaube ich, auch nicht sehr viel. Also das war jetzt wirklich ein Test und es hätte auch jemand anders sein können als dieser Peter, der übrigens mein Mann ist. Also schon mal 1-0 für Sie. Aber wieso überhaupt empfangen Sie Buchstaben? Ich empfange keine Buchstaben. Und es ist auch nicht so, dass ich mich in eine Sphäre eines anderen Menschen einklinken kann und weiß dann alles, was der denkt oder was der macht. Es gibt einfach Methoden herauszufinden, wie jemand denkt, welche Emotion jemand hat. Und zu einem großen Teil erzähle ich den Leuten, wie das geht. Zum Beispiel, wie man die Emotionen eines Menschen lesen kann. Als ich zum Beispiel Peter gesagt habe, wurden ihre Augen größer. Das heißt, das war Erstaunen. Wenn unsere Augen größer werden, wollen wir mehr von etwas erfahren. Wenn es so richtig blanke Verblüffung wird, dann geht der Mund ebenfalls noch mit auf. Solche Dinge erkläre ich. Wie okay, das mit dem Namen ging, das halte ich ganz gern. Der Mentalist kann und darf natürlich nicht öffentlich sagen, wie es sein kann, dass er Personennamen, an die eine andere Person nur denkt, erfahren hat. Ein Geist oder Engel würde als Antwort an dem Weltbild der Menschen stark rütteln. Aber das ist ja nicht die Absicht der geistigen Welt. Ich würde auch gerne irgendwas. Können Sie über mich was rausfinden? Über Sie soll ich was rausfinden? Ja, irgendwas aus meinem... So zum Aufwärmen sozusagen. Ja, genau. Okay, nehmen wir mal einen Wunsch von Ihnen. Vielleicht etwas, das Sie sich immer schon mal gewünscht haben, was Sie bisher einfach noch nicht gemacht haben, was Sie noch nicht bekommen haben. Das kann ein Erlebnis sein, das kann etwas sein, das Sie immer schon mal lernen wollten. Haben früher oder heute? Egal. Mhm. Gut. Vielleicht etwas, das Sie bis heute noch nicht getan haben, was Sie gern gehabt hätten. Haben Sie was? Ja. Okay, gehabt hätten, haben Sie nicht reagiert. Ich habe den Eindruck, es ist etwas, das Sie gerne gelernt hätten, was Sie bis heute noch nicht gelernt haben. Im nächsten Beispiel kommt es einem so vor, als hätte der Geisthelfer dem Mentalisten bereits gesagt, was für Fragen er der Gastgeberin stellen soll. In etwa so. Sie hätte gern in ihrer Kindheit dieses Musikinstrument X gelernt zu spielen.
bau deine Fragen in die Richtung auf. Um auch hier die Situation nicht zu überspitzen, versuch dir einen anderen Gast zu motivieren, auch einen Tipp abzugeben, an was wohl die Gastgeberin gedacht hat, um die Reaktion etwas abzumildern, sobald er seinen Tipp oder besser gesagt die Wahrheit als Antwort gibt, die ihm der Geisthelfer übermittelt hat. Ja, können Sie ruhig sagen. Mhm. Also etwas gelernt, das hat was mit dem künstlerischen Bereich zu tun. Ne? Das ist jetzt nicht sowas wie ja, ein Sport, sondern das ist ein künstlerischer Bereich. Das ist ein Instrument? Ja. Ja. Hätten Sie jetzt auch gesagt, ne? Welches Instrument würden Sie denn sagen? Was würde denn zu ihr passen? Was wollt Sie lernen? Hat sie es bisher noch nie gemacht? Ich glaube, ich habe schon eins. Sie haben schon eins? Soll ich jetzt sagen? Ja, sagen Sie es laut. Schlagzeug. Nein. Nee. Saxophon? Ja. Das ist mir jetzt ein bisschen unheimlich. Dennoch ist die Person sehr überrascht über die wahre Antwort mit dem angstgefühlten Inneren, wie hat er das nur gemacht. Das nächste Beispiel zeigt auch das Nichtverstehen des Gastgebers über das Erraten seines Namens. Stellen Sie sich vor, Sie würden mit mir sprechen, aber nur in Ihren Gedanken. Sie bewegen nicht die Lippen und Sie senden mir Ihre Gedanken und sagen mir den Namen in Ihren Gedanken. Beginnen Sie mit dem ersten Buchstaben, Sie buchstabieren das durch. Fertig? Mhm. Sie denken an den Herrn, es ist ein recht kurzer Name, Sie haben mir einen Gefallen getan. Mhm. Es sind zwei Vokale drin, ein A und ein U und die Person heißt, heißt Klaus, ne? Stimmt. Das fing ja schon an, dass ich am Anfang den Namen meines Vaters genommen habe. Und zwar deshalb, der heißt Klaus und wird nicht mit K geschrieben, sondern mit C. Ich habe gedacht, das ist dann nochmal so eine zusätzliche Schwierigkeit. Und das hat er ja sozusagen, ich glaube, das war für ihn wie für einen Weltmeisterschwimmer das Seepferdchen. Also das war nix. Ja, und das hat er ja sofort gelöst. Nun kommt ein Beispiel, wo es nicht um Gedankenlesen selber geht, sondern mit Hilfe des Geistes in einem die Fähigkeit zu bekommen, wie der Geist zu sehen und nicht wie ein Mensch. Also hinter das Verborgene. Für einen Menschen genauso unbegreiflich wie das Erkennen eines gedachten Namens. Okay, ich kann irgendwas, was schnell geht. Ja. Ich kann überhaupt nicht malen. Ich bitte das zu entschuldigen. Es ist ja hier für den guten Zweck. Also es soll nur so sein, dass man erkennt, was es ist. So. Der Magier hat verbundene Augen und kann nicht mitbekommen, was Johannes B. Kerner an die Tafel malt. Trotzdem, er nimmt einen anderen Stift und versucht, die Zeichnung nachzumalen. Ach komm, du betrügst mich doch. Jetzt hör doch mal auf. Das kann doch alles nicht wahr sein. So, und jetzt möchte ich wissen, wie das geht. Das kann nicht wahr sein. Und schauen Sie. Ja? Ist alles noch da? Wo ist die Kamera? Nee. Hier vorne? Ich muss noch mal schnell testen, ob er wirklich nichts gesehen hat. Er hat dann mit verbundenen und verklebten Augen, dieses Tapeband kam auch von uns, also es war nichts irgendwie von ihm, mit verbundenen Augen das nachgemalt. Also das war für mich schon beeindruckend. Ich kann einfach nur sagen, ich weiß es nicht. Auch lassen sich die Mimiken und Gestiken des Gastgebers so beurteilen, dass er selbst erstaunt ist. Was der Udolf schon so interessiert ist und ja auch kritisch hinterfragt, das ist gut. Ja. Kann man denn versuchen, mit ihm irgendwas zu machen, dass er an irgendwas denkt und zwar ohne anfassen, ohne dass man irgendwo hingehen muss, sondern einfach hier so im Sitzen oder im Stehen meinetwegen? Würden Sie gern? Ja, zum Beispiel, also, wenn es irgendwas gibt. Auch hier lässt sich wieder wahrnehmen, dass der Mentalist in irgendeinem Kontakt steht für einen Moment. Der Geist sagt ihm wohl ungefähr, nimm einen Moment aus seinem Berufsleben, den er einschlagen wollte im Jahr 1970 durch eine gewisse Person mit dem Namen X. Machen Sie mal. Ja. Okay. Es gibt so ein paar Denken Sie mal an eine Erinnerung, die Ihnen wertvoll ist, die ich aber nicht kennen kann. Ja. Nochmal, bevor ich das jetzt mit Ihnen mache, dieses Experiment. Wir haben uns vor diesem Tag nie getroffen, richtig? Nein, wir haben uns nie getroffen. Prima. Okay. Sie haben eine Erinnerung? Eine ganz, ganz sichere Erinnerung. Gut, es gibt so mehrere Lebensbereiche, die für jeden Menschen interessant sind. Das sind insgesamt 7 Stück und wenn Sie die anschneiden, dann werden Sie immer das Interesse finden von einem Menschen. Mhm. Wenn Sie mich bitte anschauen. Ja, okay, also das ist ein Lebensbereich, der jeden Menschen interessiert, das ist Liebe. Ja, das ist, dann gibt es noch einen, das ist Beruf, berufliche Weiterbildung. Mhm. Aha, da ist schon eher was. Das hat was mit Ihrem Beruf zu tun, richtig? Ja. Mhm. Das war ein Treffen, das Sie hatten mit einem Menschen, der für Sie was ganz Besonderes ist? Ja. Im Jahr 70, 71? Ja. Aha. Denken Sie mal an den Namen der Person, die Sie da getroffen haben. Ja. Schmidt? Ja. P? Richtig. P kommt noch bei mir an. P. Schmidt? Ist richtig. P ist drin im Vornamen, ja. Ja. Mehr P. Schmidt treffen lassen. Super. Wie kommen Sie? Moment, so leise. Nichts abgesprochen. Moment,
Also ich sag mal jetzt, das mit den Lebensbereichen, da würde ich noch sagen, da habe ich auch gesehen, bei Beruf hat es doppelt gezuckt an den Augen und so, da war irgendwas. Aber dann haben Sie ja gleich gesagt 1970, 71. Mhm. Ich meine, wie geht das denn? Das ist ja das Schöne, sehen Sie, ich erkläre so viel und dann wollen die Leute immer das wissen, was ich nicht erkläre. Das ist doch schade, oder? Ja. Lassen wir doch das Geheimnis. Ja, ne, es ist aber ja nur für uns hier praktisch. Ach so, also wir wollen das auch nicht weitererzählen. Okay, ja. Tut mir leid. Auch hier baut er einen Zweifler ein, indem er so tut, als wüsste er nicht genau den Vornamen. Der Moderator ist wie immer überrascht, da nach seinem Weltbild es sicher nicht möglich ist, Jahreszahlen oder Namen einen gegenüber abzulesen. Wie kommen Sie auf Schmidt? Ich meine, der hat doch Müller oder Meier heißen. Das ist richtig, ja. Ja, aber Sie haben Schmidt empfangen. Ja. P. Schmidt oder irgendwas, meinetwegen Stefan und ein P. Hundertprozentig ist das Gespräch am 20. Januar 1970, ja? Als mein Professor Wolfgang P. Schmidt in Göttingen mir geraten hat, über slawische Flussnamen zu arbeiten. Das war der Beginn meines Interesses für Namen. Und dieses Teils der wissenschaftlichen Laufbahn? Ja. Aha. Verrückt. Unglaublich. Ganz toll. Auch im Radio tritt der Mentalist des Öfteren auf. Thorsten, leg los. Ja, dann Isabel, schau mich doch bitte mal an. Ja. Und ich bitte dich jetzt, ich muss mal das Mikro so ein Stück zur Seite machen. So. Okay. Du schaust mir jetzt in die Augen, weil die Hörer können das ja nicht sehen. Du schaust mir in die Augen und ich bitte dich jetzt mal ganz intensiv an eine Person zu denken, die du gerne magst. Nimm den Vornamen, der reicht. Und nimm eine Person, die ich hier laut auch nennen darf. Ja. Gut. Jetzt schaust du mich an und du sprichst mit mir bitte in deinen Gedanken und in deinen Gedanken sagst du mir den Namen der Person. Das heißt, du sendest mir deine Gedanken, du bewegst aber noch nicht einmal die Lippen und du schaust mich an. Okay. Mach das bitte jetzt. Denk intensiv an den Namen der Person und sprich in Gedanken zu mir. Dankeschön. Bevor ich das jetzt laut sage, wichtig ist, wir haben uns vor diesem Tag nicht getroffen, Nein. ich habe dir kein Geld bezahlt Nein. und es ist eigentlich auch unmöglich, dass ich weiß, wie die Person heißt, an die du gerade nur denkst, richtig? Genau. Die Person heißt, glaube ich, Sarah, stimmt das? Ach du Scheiße! Ist der Hammer. Stimmt das? Das stimmt. Und ich habe genau beobachtet. Ich habe dich beobachtet und ich habe auch Fräulein Isabel beobachtet. Die hat nichts bewegt. Die hat keine Augen bewegt, keine Lippen bewegt. Ja. Unklar. Hä? Aber ich meine... Es gibt doch tausende von Namen. Darf man doch wissen, wer Sarah ist? Sarah ist mein Patenkind. Das steht ja auch nirgends, nee, oder? Das steht ja nicht im Internet. Das weiß doch eigentlich niemand. Kann ja sonst sein, dass du irgendwo nachguckst. Wahnsinn! Ja. Da haben wir alle ein bisschen Gänsehaut. Ja. Der Reaktion zufolge kann man von einem Abgesprochen nicht sprechen. Die Reaktionen zeigen eindeutig, dass es am Weltbild kratzt. Wie so etwas möglich ist. Keine Augen bewegt, keine Lippen bewegt? Ja. Unklar. Hä? Aber ich meine... Es gibt doch tausende von Namen. Darf man doch wissen, wer Sarah ist? Sarah ist mein Patenkind. Das steht ja auch nirgends, nee, oder? Das steht ja nicht im Internet. Das weiß doch eigentlich niemand. Kann ja sonst sein, dass du irgendwo nachguckst. Wahnsinn! Ja. Da haben wir alle ein bisschen Gänsehaut. Ja. Darf ich schon mal beschreiben, was wir im Vorwege gemacht haben? Und zwar hast du mir einen Zettel gegeben, da sollte ich einen Namen drauf aufschreiben. Darauf war ich jetzt ein bisschen vorbereitet. Mhm. Und habe diesen Namen draufgeschrieben und ich habe Balzi eben auch schon gesagt, welchen Namen ich draufgeschrieben habe. Das alles hast du nicht mitgekriegt. Definitiv nicht. Du hast dir den Rücken zugekehrt und mir auch. Und ich habe so geschrieben, dass du es wirklich nicht sehen konntest. Wir waren noch nicht mal im gleichen Raum. Und nochmal, und der Zettel ist auch bei dir, ja? Also ich habe den jetzt nicht bei mir irgendwie, ich konnte da nicht rankommen. Du hättest es gemerkt, wenn ich an diesen Zettel gegangen wäre. Ja. Gut, weil das ist schon wichtig, weil manchmal ist es auch so, dass die Radiomoderatoren, die wollen dann nett sein zu mir. Ich sag dann irgendeinen Namen und die sagen ja. Das ist natürlich Unsinn, ja? Ich will schon, dass ich mich hier unter Druck gesetzt fühle. Das heißt, alle anderen kennen den Namen außer mir. Das stimmt, wir ne? Wir machen es dir sehr schwer auf jeden Fall. Balzi kennt den Namen, Frank, unser Studiogast, kennt ihn nicht. Ah, okay, alles klar. Ja? Gut, dann, also für die Hörer, du stehst mir jetzt gegenüber. Mhm. Du schaust mich jetzt bitte an. Ja. Schaust mir in die Augen. Und du sprichst mit mir in deinen Gedanken, aber du bewegst dabei noch nicht einmal die Lippen. Das kriegen alle anderen, die im Studio sind, auch mit. Das heißt, du schaust mich jetzt an und sagst mir den Namen, aber nur in deinen Gedanken. Du sprichst mit mir in Gedanken. Du sagst mir diesen Namen in Gedanken, bitte jetzt. Und hast du schon angefangen? Ja, ja. Genau. Ja, sehr gut. Das sind drei Silben, die bei mir ankommen. Ein A, ein A. Aber das ist nicht das erste. Na, drei Silben, Frauenname ist eine Frau, ungefähr würde ich mal schätzen, dein Alter, vielleicht ein bisschen jünger. Eine Frau und die Frau heißt, nochmal, ich kann eigentlich nicht wissen, wie die Person heißt, an die du denkst, oder? Die Person heißt Susanne, stimmt das? Das ist ja unfassbar. Das geht eigentlich gar nicht. Das geht mir eiskalt den Rücken runter. Also wir haben zu Hause gesessen, ich wusste, dass sowas auf mich zukommt, wir haben ja so ein paar Sachen von dir schon im Internet gesehen. Mhm. Und haben mir überlegt, ich kann niemanden aus der Familie nehmen, vielleicht hast du meinen Stammbaum gelesen oder hast dich informiert im Dorf. Ne? Hast du den Zettel noch da? Meine Schwiegermutter genommen, ich habe den zerrissen. Zeigen wir mal Frank, dass es auch stimmt. Nee, den musst du aber zusammenpuzzeln dann, Frank. Puzzle hier, ja. Also, Susanne ist meine Schwiegermutter, also sie ist auch nicht jünger als ich, sie ist knapp älter.
Um das mal so zu sagen. Und ja. Das ist ja Wahnsinn. Ich möchte dich bitten, an eine Person zu denken, die du gerne magst. Mhm. Aber nimm eine Person, die ich hier auch auf dem Sender laut nennen darf. Natürlich. Ich werde dann versuchen, rauszufinden, wie diese Person heißt. Okay, ich bin gespannt. Gut, dann stell dich bitte mal vor mich. Du stehst jetzt direkt vor mir. Das ist ganz praktisch. Normal hängen da immer riesen Mikrofone zwischen uns. Haben wir in dem Fall nicht. Und du schaust mir in die Augen und du sprichst jetzt bitte mal mit mir. Du sprichst mit mir in deinen Gedanken. Du bewegst dabei noch nicht einmal die Lippen. Mhm. Du schaust mich an und du sagst mir in Gedanken den Namen der Person. Machst du das? Mhm. Mach das bitte nochmal. Mhm. Und noch ein drittes Mal. Mhm. Und die Person heißt... Also nochmal, ich kann es unmöglich wissen, richtig? Ja, kannst du Person, nicht. Das ist eine weibliche Person. Ja. Christiane? Ja, ja, das ist der Hammer. Woher weißt du das? Schrecklich. Im Folgenden sehen wir eher eine Langfassung des Beispiels mit dem nachgemalten Autos mit verklebten Augen. Mal durchgucken? Keine Ahnung, oder? Kommt doch an, wenn wir so ein bisschen nach unten schielen. Ja, okay, das, da machen wir gleich was, aber geradeaus unmöglich, oder? Geradeaus kann ich nicht durchgucken. Gut, kommen wir gleich drauf zurück. Dann zwei Münzen haben Sie gehabt. Zwei Münzen habe ich hier, habe ich da gerade eine gehabt. Genau, zwei Stück brauchen wir. So. Die erste davon ist egal, was wir nehmen. Das hier? Was ist denn das? Ein 50-Cent-Stück aus. Stück. Waren Sie im Urlaub? Nee. Griechenland, oder? Sieht das aus? Ja, nee, Spanien. Was? Aus Spanien. Stimmt. Ja. España. Kann man nicht durchschauen? Das kommt über mein rechtes Auge drüber. Okay. Und jetzt, um da auf Nummer sicher zu gehen, kommt das hier ebenfalls noch über mein rechtes Auge. Okay. Ach, lieber Gott, dann jetzt wird nachher die Augenbrauen spannend. Auszupfen. Geben Sie mir noch ein zweites. Das kommt ebenfalls. Kann man da durchschauen? Nein, nicht. Keine transparente Nein, Stelle? Nein, überhaupt nicht. Das kommt hier über mein linkes Auge. Und jetzt brauche ich Ihre Hilfe herab. Nehmen Sie bitte mal eins der kurzen Klebebänder. Ja. Und geben mir das in meine Hand. So. Ja, das kommt hier einmal vertikal drüber. Und jetzt haben wir da noch zwei lange Klebebänder. Geben Sie mir mal eins davon. So. Ja, das kommt ebenfalls hier so drüber. Und jetzt noch mal das letzte lange Klebeband, was da... Ja. Was da ist? So, bitteschön. Und jetzt nehmen Sie Ihren Job ernst, kleben Sie alle Ränder ab, um sicherzustellen, dass ich hier oben, unten, rechts oder links. Ich habe doch kein Klebeband mehr. Doch, hier. Nee, nee. Also es reicht, wenn Sie hier so drüber gehen. Ach so, kann ich nicht noch extra Klebeband drüber machen? Wenn Sie wollen, aber ist. Ich komme, wenn schon, dann sind Zeit mehr. Ja, ist doch egal, komm. Okay. Einfach hier einmal so drüber. So. Prima, okay. Gut, Moment. Also, oder wird's schwer jetzt? Jetzt wird's schwer. Komm, machen Sie. Jetzt wird's schwer, oder? Machen Sie noch eins hier. Ja, eins noch drauf. So. Moment. So. Wollen noch einmal? Wo? Hier so? Ja, ja, prima. So. Okay. Sie sind unter Zeitdruck, aber das ist okay. Es freut mich, wenn es Ihnen gefällt. Und um jetzt auf Nummer sicher zu gehen, binden Sie mir den Schal noch einmal um die Augen drum. Okay. Um die Augen? Einmal hier um die, nicht um den Mund, ja. Um den Mund würde ich Ihnen gerne binden. So, ich weiß, Sie sehen ja eh nichts mehr. Und jetzt machen Sie hinten bitte einen festen Knoten. Einen festen Knoten, okay. So. Das ist fest. Ja. Machen Sie noch einen zweiten Knoten drauf. Selbstverständlich, ich mache auch noch einen dritten Knoten drauf. Er lässt mich gar nicht mehr gehen. So. Herr Raab, hier ist eine Staffelei jetzt direkt. Wo ist das? Hä? Nehmen Sie mal meine Hand, zeigen Sie mir, wo die Staffelei ist. Sie sind doch Gedankenleser. Hier unten ist jetzt ein schwarzer Stift und ein roter Stift. Nehmen Sie mal den roten Stift. Wo ist denn der rote Stift? Welchen Stift halte ich in welcher Hand? Und machen Sie mit dem roten Stift ein Bild hier drauf, was jeder erkennen kann. Okay. Ein komplexes Bild, oder? Irgendwas kann auch ein Kreis sein mit einem Dreieck drin, irgendwas Einfaches. Dann male ich einen Kreis mit einem Dreieck. Ach, jetzt habe ich verraten. Nee, also pass auf, okay. So. Sie sollten irgendwann zum Ende kommen. Wie heißen Sie nochmal? Thorsten? Thorsten. So. So, jetzt was? Jetzt? Und jetzt geben Sie mir bitte den schwarzen Stift. Den schwarzen Stift, okay. Ist schon die Kappe ab? Bitte? Kappe ist ab? Ja, hier ist oben, ne? Probieren Sie mal auf den. Zeigen Sie mal mit dem Stift auf die Nase. Doch, die Kappe ist ab, ja? Okay, sehr gut. Die Kappe ist ab. So. Und jetzt, Herr Raab, brauche ich Ihre Hilfe. Ja. Jetzt hätte ich gern, dass Sie sich dieses Bild genau anschauen und sich vorstellen, Sie würden mir praktisch mit meinen Augen auf dieses Bild schauen. Und Sie können da alle mitmachen. Das heißt, Sie schauen sich einfach genau dieses Bild an und stellen sich vor, Sie würden mir sagen, was hier auf dieser Staffelei drauf ist. Okay. Sie tun das alle gleichzeitig, aber Sie tun das nur im Kopf. Ja. Sie tun das nicht laut. Ja, Sie tun das. Okay. Tun Sie das bitte jetzt. Auch hier ist die Reaktion des Mentalisten nicht gerade die beste.
als sein Geisthelfer ihn in einer Vision zeigt, dass Stefan Raab ein lustiges Gesicht des Mentalisten malte. Sein auffallendes Lachen, als er es in der Vision sah, ist sehr verräterisch. Ab dann lässt der Geisthelfer den Mentalisten mit seinen Augen sehen. Der kann ohne Probleme durch Gegenstände durchschauen, was es als ein leichteres erklärt, wie er das Bild nachmalt, mit verklebten Augen. Sehr gut! Passt! So! Ja! Sehen wir jetzt die Kontaktlinsen wieder raus hier, oder? Ach du lieber Gott! Ja, macht nichts. Ja, nehmen Sie Platz. Toll! Ja, was es alles gibt, meine Damen und Herren. Also, ich denke drüber nach, wie Sie es gemacht haben, ja, und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Herzlichen Dank. Thorsten Hafner, meine Damen. Gab es mal eine Situation, die schlimmste Situation oder die schönste Situation, die du jemals hattest? Sagen wir mal, die schönste Situation, die du jemals hattest auf der Bühne? Die schönste, die ich hatte mit dem Beruf, war nicht unbedingt auf der Bühne, sondern das war in Japan. Ich bin nach Japan eingeladen worden, weil dort ein Verlag war, der meine Bücher dahin übersetzt hat. Und das ist da sehr erfolgreich gelaufen. Dann haben mich die Japaner dahin eingeladen und das war eine ganz tolle Reise. Bist du da dann übersetzt worden? Da bin ich gedolmetscht worden, ja. Das war echt ein Ding. Das war großartig. Ja, das kann ich. Und da hat sich extra... Von dir selber? Also von Ihnen selber? Nenn ich selber. Das Japanische. Ja. Naja, er sagt ja auch du zu sich. Ja. Aber. Die waren sehr professionell. Die sind sogar extra einmal aus Tokio nach München an den Flughafen geflogen und haben dort sich mit mir getroffen, um zu schauen, was man da im Fernsehen machen könnte. Und da habe ich denen ein Spiel gezeigt, wo ich eine Stecknadel habe verstecken lassen und habe die wiedergefunden in diesem Konferenzraum, wo wir uns getroffen haben. Und dann sagt dann der Redakteur, ja, also könnten wir diese Stecknadel auch irgendwo in Tokio verstecken? Und dann sage ich, ja klar, ist sogar noch einfacher, als wenn die nur in einem Raum drin ist, weil der Raum, wenn es größer ist, es nicht unbedingt schwieriger macht für mich. Aha, ja, also könnten wir auch dann zum Beispiel eine Person in Tokio verstecken? Dann sage ich, ja, eine Person in Tokio ist einfacher als eine Stecknadel, das können wir machen. Und dann sagt er, ja, könnten wir auch eine Person in Tokio verstecken und du fliegst mit einem Helikopter über die Stadt und sagst dem Piloten, wo er hinfliegen muss, um die versteckte Person zu finden. Dann sage ich, ja klar, das können wir machen. Und dann sagt er, das machen wir. Und dann bin ich nach Hause gefahren und dachte mir im Auto, wie soll ich das machen? Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Aber mir ist dann eine Lösung eingefallen und ich weiß noch ganz genau, ich bin da mit meiner Frau aus dem Hotelzimmer, wir haben das alles also vorbereitet und gemacht und wir sind aus dem Hotelzimmer morgens raus zu diesem Hubschrauberflugplatz und ich dachte wirklich, also wenn das Ganze klappt, dann wird das einer der schönsten Tage, die ich beruflich hatte. Wenn das nicht klappt, dann scheitere ich derart groß im Fernsehen. Das wäre mir echt peinlich. Aber es hat geklappt. Ja genau, ich sag einem Event zu und weiß nicht, wie ich es machen soll. Für den Geisthelfer von den Mentalisten ist es ein leichtes, eine Person in einer Stadt aufzuspüren. Es dastehen zu lassen, als wäre es was Schwieriges, soll nur den Zuschauer suggerieren, es macht die Sache größer und spannender. Der Aufwand ist es aber nicht wirklich. Die mal grandios daneben gegangen ist, war, dass ich einen Zuschauer vorne hatte und sagt zu dem, denk doch bitte mal an eine dreistellige Zahl, also irgendwas von 100 bis 999. Und dann sagt er, hast du eine Zahl im Kopf? Nach der, ja. Welche? Berlin. Und da dachte ich mir, aha, wie komme ich aus der Nummer jetzt wieder raus? Gar nicht, ich habe dann was anderes machen müssen. Der wollte ich quasi fertig machen. Norwegen wäre zum Beispiel 10.738. Natürlich, wenn eine Person bei dem Versuch nicht wirklich mitmacht, kann sowas auch nicht nach außen hin funktionieren. Sobald der Geisthelfer mitbekommt, dass die Person nicht an eine Zahl denkt, sondern an eine Stadt, erfährt das auch der Mentalist. Anstatt der Person zu sagen, sie denken an eine Stadt und nicht an eine Zahl, was dem Gegenüber und dem Publikum Fehlerlosigkeit darbietet, nutzen Mentalisten gern solche Momente, um schwach auszusehen. Der Zweifel an Übernatürlichen soll ja auch immer bleiben, zumindest bis zur Endzeit. Wieder mal ein leichtes für den Mentalisten mit der geringen Portion Zweifel. Es klappt nicht immer angeblich. Mein heutiger Gast kennt unsere Gedanken. Er hat unglaubliche Fähigkeiten, mit denen er unsere Körpersprache liest wie andere in einem Buch. Jedes kleinste Zucken der Augen oder Mundwinkeln kann er deuten, wenn man ihm gegenüber sitzt. Es wird heute Abend also besonders für mich spannend. Thorsten Hafner entschlüsselt Menschen, die ihm bisher fremd waren. Vor allem liebt er das Spiel mit seinem Publikum. Fremde Gedanken erraten, kein Problem für den Magier.
Zahlen, Gegenstände. Kaum hat man an irgendwas gedacht, dann kann der Meister der Illusion es schon benennen. Sein Geheimnis, Thorsten Havener sieht genau hin, was unser Körper spricht. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was er mir gleich über mich erzählt. Herzlich willkommen erstmal in der Landesschau. Hallo. Guten Abend. Es ist oft so, wenn man jemanden gegenüber hat, der einen vermeintlich gut beobachtet, versucht man sich ganz besonders gerade und brav hinzusetzen. Können Sie an mir etwas erkennen, wie ich drauf bin? Also, Sie sind locker, Sie sind cool, Sie sind hier in Ihrem Umfeld, Sie fühlen sich wohl. Aber es ist komisch, ne? Sobald man über seine Körpersprache nachdenkt, fängt man an, sich anders zu verhalten und dadurch wird es ja erst komisch. Das heißt, der erste Trick ist es, am besten gar nicht drüber nachzudenken, sondern einfach so weiterzumachen wie vorher. Ich atme einfach mal locker weiter. Es geht mir auch oft so, wenn ich Leute mir gegenüber habe, die viel Yoga machen, dann sitzt man so. Die eine Sache ist die, dass Sie die Körpersprache sehr gut lesen können und auch in einigen Büchern uns tatsächlich auch Tipps geben können, wie wir uns vielleicht verhalten. Die eigene Körpersprache, aber auch die der anderen lesen. Dann gibt es aber auch Wow-Momente, die Sie nicht erklären, wo Sie die Gedanken ja lesen können. Ich würde das ganz gerne mal ausprobieren hier, weil es ist kein vorbereiteter Raum von Ihnen, sondern unser Studio. Das heißt, es kann hier nirgendwo ein Trick eingebaut sein. Stimmt. Was wollen wir probieren? Ist schwierig, ne? Denken Sie doch mal an einen Ort, an ein Land oder einen Ort, wo Sie immer schon mal gerne hin wollten. Ein Urlaubsziel, was ich immer schon mal gereizt hat. Haben Sie da eins? Ja. Ja? Ja. Okay, dann schauen Sie mich bitte mal an und stellen sich jetzt vor, Sie würden mir diesen Ort sagen. Das heißt, Sie sprechen aber nicht laut mit mir, aber in Ihren Gedanken stellen Sie sich vor, Sie würden mir diesen Ort sagen. Okay, Ihr Kopf nickt dreimal da auf. Drei Silben, schätze ich mal, hat der Ort, an den Sie da gerade denken. Oh Gott, jetzt muss ich mir innerlich doch vorsagen. Die Sache mit den Silbenbögen macht mein Sohn in der ersten Klasse. Das haben Sie jetzt an meinem Nicken, denken Sie, dreimal genickt, drei Silben. Also ich bin nicht hundertprozentig sicher, sowas ist nie hundertprozentig sicher. Ich schreibe einfach mal auf, was hier bei mir angekommen ist. Und jetzt bin ich mal selbst ziemlich gespannt, weil wie Sie gesagt haben... Also wenn das jetzt stimmt, dann kann ich die Sendung beenden. Dann denk ich die ganze Zeit jetzt drüber nach. Aber okay. Ich gebe Ihnen das mal, öffnen Sie es bitte noch nicht. Ja. Und sagen Sie jetzt mal, bevor Sie es öffnen, wie heißt denn der Ort, an den Sie gedacht haben? Und was machen wir, wenn es nicht geklappt hat? Dann hat es einfach nicht geklappt. Das kann immer mal passieren. Ich habe mir Feuerland vorgestellt. Feuerland? Feuerland. Okay, nochmal. Wir haben uns vor diesem Tag noch nie getroffen. Und ich kann eigentlich nicht wissen, dass Sie an Feuerland gedacht haben, richtig? Nein, können Sie nicht. Schauen Sie mal nach, was ich aufgeschrieben habe. Ich zeige es erstmal Ihnen zu Hause. Da steht Feuerland. Und er hat es gerade eben draufgeschrieben. Es sind mehrere weiße Zettel einfach. Irgendeinen zerknautschen Edding hat er in der Hand. Es gibt. Wie viele Urlaubsziele mit drei Silben gibt es? Doch mehrere, oder? Naja, also ich weiß es nicht. Es dürften schon einige sein, ja. Aber auch die pausenreichen Reaktionen des Gastgebers zeigen klare Überraschungsmomente und Überlegungen, wie das funktioniert hat. Zum Ende noch ein Erlebnisbericht eines Mentalistenaussteigers. Der berichtet, wie man zu solchen Fähigkeiten wie das Gedankenlesen zum Beispiel kommt. Das ganze Interview können Sie in der Videobeschreibung finden. An dieser Stelle ist ganz gut, dass wir noch ein kleines Filmchen vorbereitet haben, denn ich muss kurz in mich gehen, weil ich jetzt doch platt bin. Wobei ich auch nicht gewusst hätte, was wir machen, wenn es nicht... Aber es hat ja geklappt, okay. Ja, was ich jetzt eigentlich zeigen wollte, ist ein kleiner Einspieler aus Ihrer aktuellen Show. Da sind Sie ja auch im abkommenden Jahr, deswegen sind Sie heute hier bei uns in Baden-Württemberg unterwegs. Thorsten Havener heute bei uns in der Landesschau und hat gerade eben schon bewiesen, eigentlich noch eine Stufe weiter, weil ich habe ja nicht, oder Sie haben mir nicht fünf Begriffe gesagt und Sie konnten meine Mimik dabei oder meine Gestik dabei ja nicht beobachten. Hatte es trotzdem, also natürlich werden Sie es mir nicht verraten, aber hatte es was mit meinem Körper, mit meiner Körperhaltung zu tun, dass Sie auf Feuerland als Urlaubsziel für mich gekommen sind? Nee, also ganz ehrlich, anders als bei dem Spiel, das hier auf der Bühne stattgefunden hat, was übrigens davon handelt, dass ich rausfinde, was einer ins Flugzeug schmuggeln würde. Also wir haben einfach versucht, für diesen Körpersprachecode, für das Abendprogramm, ganz viele Situationen rauszugreifen, die jeder so kennt. Und am Flughafen, das kennt jeder, so an diesem Security-Check stehen, das war eine Situation, die wir uns da ausgewählt haben. Es sind noch ganz viele andere, die spannend sind, die jeder aus dem Alltag kennt.
Und das hat auch tatsächlich sehr viel mit Körpersprache zu tun, das meiste, was ich da mache. Mhm. Was wir beide gerade gemacht haben, nee, das hat einen anderen Hintergrund. Das hat nicht nur mit Körpersprache zu tun, auch, klar, also Körpersprache ist immer wichtig, aber da ist noch ein bisschen mehr dahinter. Aber was das genau ist, da halte ich mich dann ganz gern bedeckt. Das kann ich mir gut vorstellen. Und ich sage Ihnen zu Hause eines, ich habe mir das schon gedacht, dass heute Abend sowas passiert. Und ich habe mir überlegt, es steht nirgendwo, also habe ich mir gerade eben überlegt, es steht nirgendwo im Internet. Das heißt, da kann er nicht recherchiert haben, dass ich mal gerne nach Feuerland würde. Es steht nirgendwo. Ich habe es hier keinem Kollegen erzählt. Gucken wir so rum. Keiner Kollegin. Das weiß keiner. Nee. Aber Thorsten Havener weiß es. So gut, was ich weiß, das ist aber auch schon mal eine schöne Sache, dass Sie eben bei uns im Land unterwegs sind, in Stuttgart, Balingen, Kirchheim, unter Tech, Karlsruhe, Tuttlingen und Heidenheim. Und wenn Sie ihn sehen wollen, dann auf unserer Homepage landesschau-bw.de gucken, da stehen die Daten. Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie diesen Raum betraten? Ich fühlte, dass diese Leute Macht hatten. Und sie hatten eine Menge davon. Fühltest du dich zur Macht hingezogen? Ja und nein. Sie hatten ihm gegenüber gemischte Gefühle? Ich hatte dem gegenüber gemischte Gefühle, ja. Weil bis zu einer bestimmten Stufe schauten die Dinge so gut aus und hörten sich die Dinge auch so gut an. Aber wissen Sie, ich bin christlich erzogen worden, wo unsere Eltern uns jeden Einzelnen in der Familie erzählten, besonders den Älteren. Mein Vater sagte, du weißt, wenn du dich in falschen Dingen verstrickst, wirst du dafür den Preis bezahlen müssen. Für alles in der Welt gibt es einen Preis. Also, dieser Gedanke war in meinem Kopf. Wie weit würde ich mit den Geistern gehen, bevor ich den Preis dafür bezahlen muss? Also machte sie es ein wenig nervös? Oh ja. Aber sie ging immer wieder hin? Oh, es gab keinen Weg, dort rauszukommen, denn es war, was uns preisgegeben wurde. Niemand geht gegen den Willen der Geister von dieser Gesellschaft weg, denn sie wurden von den Geistern ja eingeladen. Das war mir sehr bewusst. Er gab uns ausdrücklich zu verstehen, dass es gefährlich ist, gegen den Willen der Geister etwas zu tun. Er erinnerte sich an einen Mann und seine Ehefrau, die in einem feuerfesten Gebäude in Montreal gelebt hatten. Das Gebäude brannte mit ihnen darin ab. Er war ein Mitglied, sie stellten ihn vor die Wahl. Er lehnte ab und wollte wieder austreten. Also in Wirklichkeit, Roger, wurden sie durch hochrangige Mächtige ausgesucht, um ein Teil der menschlichen, besonderen, privilegierten Gruppe zu sein. Was für Dinge sind dann passiert, während dieser Sitzung? Es gab viele Erfolgsgeschichten. Und dann war da noch eine Person, ein Hellseher, der nur für die Reichen arbeitete. Nur für die Superreichen. Er sagte, ich habe das Wissen, Sie haben die Mittel, lass sie bezahlen. Er gab Empfehlungen, Ratschläge für Geschäfte. Aber Sie machen nicht nur Mentalmagie, sage ich mal, sondern Sie coachen zum Beispiel auch Unternehmen, Führungskräfte. Und ja, mache ich auch. Also ich bin zum Beispiel morgen jetzt in Köln unterwegs für eine Firma. Sie gingen zu ihm und sagten, hör mal, ich habe auf dieses Geschäft ein Auge geworfen, das ich haben könnte. Diese Personen waren interessiert an dem Geschäft. Er sprach mit dem Geist, der Geist war für ihn hörbar. Sehen Sie, man konnte den Geist, der zu ihm sprach, nicht hören. Der Mann konnte ihn nicht hören. Der Geist konnte den Hellseher sagen, was er hören wollte. Wie nannte man diesen Mann? Wie war sein Titel? Hellseher. Es war interessant. Diese Person stand auf und sagte, ich hatte eine tolle Erfahrung gemacht. Diese Lady und ihr Ehemann brachten zu diesem Astrologen ein Bündel Geld. Er sagte, das ist für den Deal. Er arbeitet nur prozentual. Er arbeitet nicht für Sätze, nur prozentual von dem, was die Leute für Gewinne machten. Und sie waren damit sehr glücklich. Das hat ja auch seinen Grund. Aber dann, mein Herr, sagte der Geist, frag sie, wann sie dir die anderen $1,700 geben werden, welche dir gehören. Und dann sagte er zu den Leuten, wann werden sie mir die $1,700 geben? Das war mein Anteil von dem Deal. Die Ehefrau wurde ohnmächtig und der Mann sagte, wir werden das Geld für sie in 24 Stunden haben. Also wusste er, dass die Dämonen ihm geholfen haben? Ja, die Dämonengeister. An welchem Punkt begann die Dämonenanbetung dich persönlich zu beeindrucken, Roger? Es dauerte nicht lange, als der Priester uns sagte, dass die Zeit da ist, den Geistern zu vertrauen und den Geistern eine Chance zu geben, um für uns zu arbeiten. Und es gab eine Anzahl von Geschenken, die man wählen konnte. Was auch immer Sie jetzt vom Gedankenlesen halten, seien Sie sich gewiss, alles hat seinen Preis, oftmals zu hoch, ohne es zu wissen.